Im Gegensatz zu konventionellen Druckmaschinen benötigt eine Digitaldruckmaschine keine Druckplatten. Jeder Bogen wird individuell direkt von einer elektronischen Druckvorlage gedruckt. Dadurch ist es möglich, einzelne Seiten innerhalb einer Auflage zu personalisieren und ohne Einrichtzeiten selbst sehr kleine Auflagen oder sogar Einzelexemplare auf Bestellung und extrem kurzfristig zu drucken. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Technologien für den Digitaldruck. Wir möchten Ihnen zunächst die Grundlagen auf einer Laser-Bogendruckmaschine und danach auf einer Inkjet-Rollendruckmaschine vorstellen. Der Drucker an der Laserdruckmaschine reinigt und kalibriert die Maschine zu Beginn jeder Schicht. Sobald die Druckmaschine richtig kalibriert ist, erfolgen die Feinabstimmungen der Druckqualität nicht an der Druckmaschine, sondern direkt am digitalen Medium. Die Agentur liefert freigegebene und druckfertige PDF-Dateien und der Drucker wandelt diese Dateien in Farbauszüge und Seitenlayouts um. Beim Vierfarbdruck werden Toner und keine Druckfarben verwendet. Der Toner ist derart fein, dass er auf den ersten Blick wie eine Flüssigkeit und nicht wie ein Pulver wirkt. In der Mitte jedes Druckwerkes befindet sich eine fein polierte beschichtete Metalltrommel. Ein Laser schreibt in Form elektrostatischer Ladung für jeden Farbauszug ein Bild auf die Oberfläche der Trommel. Diese winzigen Punkte elektrostatischer Ladung lösen Toner von jedem Farbbehälter und halten ihn auf der Oberfläche der Trommel fest. Sobald das Papier um die Trommel läuft, bleibt der Toner auf dem Papier haften. Für jede Farbe ist ein eigener Durchlauf erforderlich. Das Bild ist jetzt vollständig, aber das Tonerpulver könnte leicht abgewischt werden. Um das zu verhindern, wird der Toner durch Hitze verflüssigt und mit der Papieroberfläche verschmolzen. Sobald eine Seite bedruckt ist, kann der Bogen sofort umgedreht und zum Bedrucken der zweiten Seite wieder in die Druckwerke eingeführt werden. In jede Papierlade kann eine andere Papiersorte eingelegt werden und jeder Druckauftrag kann so programmiert werden, dass innerhalb eines Auftrages einzelne Seiten mit unterschiedlichen Flächengewichten oder Oberflächen bedruckt werden. Diese Inkjet-Rollen-Farbdruckmaschine erzeugt 100% variablen Druckinhalt bei einer Druckgeschwindigkeit von über 100 Metern pro Minute. Die Druckmaschine besteht aus vier Einheiten. Einem Rolleneinzug, der Druckmaschine selbst mit den Druckeinheiten und Öfen, einer Kalibrierstation und entweder einer Aufrollung oder einer Weiterverarbeitungseinheit. Der Drucker führt eine neue Papierrolle zu und klebt diese an die bestehende Papierbahn, sodass diese dann in die Druckmaschine eingezogen werden kann. Der Drucker führt dann einen Kalibriertest durch, um die Papierbahn entsprechend auszurichten, die Spannung einzustellen und die Farbdichte des Drucks zu optimieren. Nach Festlegung dieser Parameter sind für diese Auflage keine weiteren Einstellungen erforderlich. Da die Druckvorlage für jede Seite unterschiedlich sein kann, werden Druckaufträge von einem leistungsstarken Druckserver an die Druckmaschine übertragen, der die Vorlage in Einzelfarben aufteilt. Das halbrunde Gehäuse der Druckmaschine enthält zwei Druckeinheiten, eine für jede Seite des Papiers. Der Inkjet-Drucker schießt mikroskopisch kleine Farbtröpfchen mit hoher Geschwindigkeit auf die Papieroberfläche, während diese über die Druckköpfe läuft. Jeder Druckkopf umfasst eine Vielzahl von Düsen, sodass jedes Pixel mit einer Auflösung von 1200 Düsen pro Inch angesteuert werden kann. Eine Reihe von fünf einander überlappenden Druckköpfen deckt die Breite der Papierbahn ab. Bei größeren Druckmaschinen sind es entsprechend mehr. Um die beste Farbsättigung des Druckbildes zu erzielen, gibt es hier sechs Druckkopfreihen.
Je nach Papiersorte kann zunächst ein Haftmittel auf den Druckbereich aufgetragen werden, um die höchste Bildqualität zu erzielen. Die beiden Reihen schwarzer Druckköpfe erzeugen schwarze Volltonflächen mit hoher Dichte. Cyan und Magenta werden gemeinsam gedruckt, wiederum zweimal, um die Farbdichte zu optimieren. Und als letztes wird, wie in einer Offset-Druckmaschine, gelb gedruckt. Bei einer derart feinen Farbtröpfchenauflösung müssen die Druckfarben ultra rein sein. Jedes wasserbasierte Pigment wird mittels Pumpen in einem Kreislauf zwischen Druckköpfen und dem Farbbehälter geführt. Zu Beginn jeder Auflage beschleunigt die Papierbahn und die Druckköpfe werden in ihrer Betriebsdistanz knapp über der Papieroberfläche abgesenkt. Die Spannwalzen sorgen dafür, dass die Papierbahn beim Einzug in die erste Druckeinheit korrekt ausgerichtet ist. Die feuchte Druckfarbe auf der ersten Seite des Papiers wird in einem 2 Meter langen Ofen getrocknet. Weitere Spannrollen richten die Papierbahn aus, wenn sie zur zweiten Druckeinheit gelangt, und ein weiterer Ofen trocknet die Druckfarbe auf der Rückseite der Papierbahn. Die bedruckte Papierbahn verlässt die Druckmaschine und läuft durch den Online-Prozessmonitor, wo Kameras mit Farbfiltern die Druckqualität jeder einzelnen Farbschicht analysieren und die Inkjets automatisch einstellen. Die gelben Markierungen auf dem Qualitätsteststreifen zeigen dem Drucker an, wenn Probleme mit Farbdüsen die Druckqualität beeinträchtigen könnten. Das Papier, das in die Druckmaschine einläuft, hat eine absolute Feuchte von 5%. Nach dem Durchlauf durch 2 Trockenöfen liegt die verbliebene Feuchte bei unter 3%. Eine optionale Wiederbefeuchtungsanlage befeuchtet das Papier am Papierauslauf oder an der Übergabe zur Weiterverarbeitung auf die ursprüngliche Feuchte. Digitale Laser- und Inkjet-Druckmaschinen haben ihre ersten Gehversuche als Desktop-Drucker hinter sich gelassen und bieten heute ausgereifte Technik, die dem Drucker Flexibilität, hohe Geschwindigkeiten und Personalisierung ermöglicht und so eine echte Ergänzung zu konventionellen Offset-Druckmaschinen darstellt.